Hallo zusammen, gestern im Livestream kam die Frage auf, was ich denn da für Becken aufeinander gelegt habe, weil es so kracht und zischt und scheppert. Und ich dachte mir jetzt, ich zeig euch das mal. Und zwar habe ich hier das 18 und 20 Zoll Crash meiner Samsung Crashes aufeinander gelegt zu einem Stack. Und das hat zwei Gründe. Erstens, wenn wir uns hierhin bewegen, sehen wir, dass zwischen dem Beckenhalter und der Kamera hier recht wenig Platz ist. Das heißt, das 20 Zoll Crash musste an dieser Stelle weichen. Und der zweite Grund ist, ich dachte mir, was ich denn jetzt mit dem 20 Zoll Crash mache. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich es zu einem Stack zusammenbaue mit dem 18 Zoll Crash. Und so sieht das Ganze aus. Also das 18 Zoll Crash liegt auf dem 20 Zoll Crash obendrauf. Und das Ganze produziert einen scheppernden, krachenden, rasselnden Sound, den ich einfach sehr liebe, und das Ganze klingt so. Und das Coole ist, das Sustain und die Länge, wie stark dieser Sound ist, kann ich durch zwei Dinge regeln, und zwar durch Verstellen der Flügelschraube hier oben und durch Verstellen hier oben von dem Teil hier. Und ich dachte mir, das Sustain ist relativ kurz, aber dafür klingt es einfach geil, und ich kann dadurch durch das Verstellen sehr, sehr viele verschiedene Klänge erzeugen. Ich kann hier auf dem Stack selbst sehr viele Klänge erzeugen. Ich finde es, es klingt einfach genial, und wollte ich euch zeigen, und somit beende ich das Video. Vielen Dank fürs Abonnieren, vielen Dank fürs Anschauen meiner Videos, vielen Dank für die Likes und Dislikes, vielen Dank für alles andere, und wir sehen uns dann am Samstag zum nächsten Livestream. Bye bye.